Ist Occupy mehr als eine Zeitgeistbewegung? Welche Botschaft steckt hinter Unterschriftenlisten, Demonstrationen und Dauerzelten vor der EZB? Im üppig gefüllten Hörsaal des Bockenheimer Campus machte Frankfurts Oberbürgermeister Peter Feldmann den Anfang. Und eines stellte er dabei ganz wesentlich heraus. Dieses Thema ist nicht tot, es geht weiter. Es findet eben nicht in Zelten statt, aber in den Köpfen ist es nicht tot zu kriegen. Und das ist richtig so und es gehört zu dieser Stadt. Es geht darum, die richtigen Fragen zu stellen. Es geht darum, den öffentlichen Raum wieder mit Fragen zu befassen, die oft untergehen. Sie ins Zentrum der Diskussion zu stellen. Fragen wirft der zuletzt immer heftiger aus dem Ruder gelaufene Finanzmarkt durchaus so einige auf. In Frage gestellt wird er deshalb von Seiten der Politik aber noch lange nicht. Verwunderlich? Historiker Werner Plumpe meint nein. Denn die Politik wird jenes System, von dem sie selbst existenziell längst abhängig ist, nicht zerstören. Und da der Finanzbedarf der europäischen Staaten ungeheuer groß ist, von den ihnen zufließenden Steuern und Abgaben ja noch abgesehen, muss man darüber hinaus jedes Jahr Milliardensummen von Schulden finanzieren, man daher von funktionierenden Finanzierungsstrukturen, also von kreditwilligen Banken, abhängig ist, so wird man das vorgefundene Bankensystem nicht zerstören, sondern konsolidieren. Eine Abhängigkeit, die gewissermaßen den Souverän des Bürgers obsolet erscheinen lässt. Schließlich handelt der Staat letzten Endes nicht im Sinne des Bürgers, sondern im Sinne der Banken. Ein Phänomen, das sich laut dem Frankfurter Philosophen Axel Honneth als Form der Postdemokratie beschreiben lässt und gleichzeitig die zwingende Frage mit sich bringt. Welches ist das Mittel, uns davon nochmal zu befreien? Und die Antwort ist die, dass im Grunde genommen die staatliche Deregulierung der Märkte das angemessene Mittel ist, wenn ich es richtig verstanden habe. Also das heißt im Grunde genommen, der deregulierte Markt steuert sich selbst und das wird dann dafür sorgen, ja, dass die staatliche Politik vielleicht ein wenig sich befreit von diesen Verschuldungskomplexen. Marktradikalismus als Ausweg? Klar, für die Occupy-Anhänger ist dieser Ansatz keine Lösung. Ihnen geht es vielmehr um die Reaktivierung des eigentlichen Volkssouverän, der Demokratie. Die einzige Antwort, die wir auch als Bürgerbewegung irgendwie liefern können, ist mehr auf demokratische Strukturen zu vertrauen. Immerhin haben wir jetzt Jahre mittlerweile gehabt, wo immer wieder es hieß, wir haben keine Zeit dafür, demokratisch zu antworten. Es sind schnelle Entscheidungen gewesen, sie waren undemokratisch. Professor Plumpe hat den ESM angesprochen. Das bedeutet immer, irgendjemand, der die Macht hat, entscheidet und sagt, ich kann keine Rücksicht nehmen, das Problem ist zu gewaltig. Das erste große Ziel? Genau hier muss das Umdenken in den Köpfen der Menschen ansetzen. Wir müssen offen darüber reden, was sich verändern muss. Und wir müssen eine Vision entwickeln auf diesem Planeten, wohin es gehen kann. Denn ohne Vorstellung, dass es sich ändern kann, können wir nichts erreichen. Ohne Vorstellung, dass ich meinen Arm heben kann, kann ich meinen Arm nicht heben. So einfach ist das. Das heißt, erst wenn wir eine Vision entwickeln auf diesem Planeten, durch die Diskussion, die langsam wirklich Gas, Geschwindigkeit annimmt, ja, werden wir auch etwas erreichen. Größtes Problem aus Sicht der Bewegung, von den Köpfen der gesellschaftlichen Mitte, ist man derzeit mit seiner Welle der Aufklärung immer noch zu weit entfernt. Die Mitte lässt sich immer noch von diesen oberen 1% kaufen gegen die unteren. Das ist das politisch-taktische Problem. Solange der Feind in Hartz IV sitzt und nicht oben bei den 1%, wird der Mittelstand verlieren. Weil er bezahlt die Umverteilung. Er bezahlt die Umverteilung, nicht Hartz IV. Doch was hat Occupy bisher eigentlich erreicht? Genau genommen, und das hat auch die Diskussion im Rahmen der Bürgeruni wieder gezeigt, die Unzulänglichkeiten des Politikmodells in der öffentlichen Diskussion zu halten. Und das letzten Endes auch durch die Formulierung der richtigen Fragen. Welche Legitimation hat denn ein Staat noch, wenn er alle Aufgaben, die er eigentlich erfüllen sollte, und zwar seine Bürger zu schützen und zu versorgen und den Rechtsstaat aufrechtzuerhalten, wenn er genau diese Sachen als erstes für den Finanzmarkt opfert? Dankeschön.